Herzlich willkommen zur letzten Folge von Minecraft Underground. Heute gibt es eine Roundtour und damit dabei ist Husky Jonas. Hallo. Ja, wie man sehen kann, ich habe halt Shader an, auch wenn meine FPS gefühlt da komplett glühen. Was wir jetzt gerade sehen werden, alle, die das XXL-Video gesehen haben, wissen, ja, ihr müsst ja eigentlich schon wissen, Timelapse gibt es leider nicht, weil meine Timelapse. Mann, weil Replay überhaupt nicht funktioniert. Das ist so dumm, ne? Auf jeden Fall, heute gibt es eine Roundtour. Wir starten hier an einen Ort, der eigentlich nie so richtig in ein Video kam. Ja doch, also ja. Man sieht hier meinen Shop, man sieht den Brunnen. Hier habe ich Offcam mit Otto mal gebaut. So schön. Ja, fand ich auch. Das war halt eine geile Idee mal. Passt halt irgendwie hier gar nicht rein, aber ist ja egal. Wir starten hier eigentlich beim Shopping District. Hier ist ja noch meine Wolle Farm, mit die ich zum Glück mal Socke gebaut habe. Hier sind keine Scheren. Doch, die sind doch Scheren drin, was? Irgendwie wurde es nicht mehr geupdatet. Ich verstehe nicht warum. Müssen wir vielleicht noch kurz mit dem Download fixen oder ihr fixt es dann. Hier, dann ist halt unser Shopping District. Da hinten hat man ja noch ein Baumhaus und Bäume. Die Bäume haben wir halt für die ganzen Ressourcen, fürs Holz und vielen anderen beschaffen. Ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr zum Spawn, weil hier gibt es Einverständniserklärung, weil. Vielleicht kennt ihr den YouTuber The Jokewolf und der stellt sich ja von der Community Maps vor und ja, was machen wir? Wir schicken sie ein. Ich hoffe, Daumen drücken und schreibt vielleicht bei Ihnen auch in die Kommentare. Kannst bitte aus meiner Kamera gehen? Bei Ihnen auch in die Kommentare, dass er vielleicht die Map vorstellen sollte, weil, ne, ich habe inzwischen schon einfach über 10 Tage Spielzeit. Ich habe jetzt 11,49 Tage Spielzeit in Survival. Das ist krass. Ja. Hier ist unser Spawn und die Einverständniserklärung von den Leuten. Hier fehlt nur noch Lekois. Eigentlich kann man Lekois ein bisschen weglassen, vielleicht. Schauen wir mal. Aber ich glaube, das sollte ich auch schon unterschreiben. Da werde ich nochmal mit ihm bald reden. So, ja, und da hier ist halt unser Blackboard. Da habe ich alles hier gemacht. Also ich bin der Einzige, der das Blackboard genutzt hat. Und halt wirklich alles halt abgehakt hat. Also ich bin der hier, der halt komplett durchgezogen hat. To-dos, bevor das Projekt endet. Was? Ja, weil die Spielhalle soll ja fertig werden. Und das ist halt mein kleiner Axolotl-Pool. Ich wollte dem Axolotl eigentlich in meine Base tun. Ja, aber die fühlen sich hier so wohl. Das sieht halt so schön aus mit den Axis. Wo ist überhaupt Axi? Bist du Axi? Da, da. Du hast jetzt alles schon gekriegt. Ja, das ist einfach alles schon gemacht. Hier ist mein Feld. Ja, das war halt am Spawn, beziehungsweise am Start. Und ich wollte halt direkt am Spawn halt haben, sowas. Kann ich mich noch so erinnern an diesen Start, wo hier die Kartoffeln drin waren? Ja, aber. Das habe ich halt dann nur noch für. Ja, das ist egal. Das ist nur für Deko alles hier da. Also, das habe ich jetzt alles halt verlegt in automatische Farms und. Ja, ich warte, wir warten, bis hier unten kommt. Das sollen wir ja dann ne, so am Schluss machen. Hier ist meine Trading Hall, die ich mit. Wen habe ich überhaupt gebaut? Mit Oliver und niemand anderen. Mit Oliver haben wir die gebaut. Ja, du warst im Urlaub. Und das sind hier halt die ganzen Villager. Die haben ich nicht alle mit dem Beruf gegeben. Die haben andere Leute. Weil, ja, wir sollten halt eine Trading Hall bauen. Hier wollte ich auch mal einen Aufzug eigentlich reinbauen. Und hier ist eigentlich auch schon eine ja, Bauauftrag-Herausforderung für euch halt. Weil ich einfach keine Zeit habe, weil ich mit meinem Setup gerade arbeite. Und ich Bauauftrag. Mit deinem automatischen Lager. Natürlich. Ja, das ist eigentlich die Trading Hall. Da können wir direkt weiterbauen. Übrigens immer noch danke an Oliver für die Base. Für den Eingang. Ja, hier sind noch Schilder, die wollte ich nicht abbauen. Der Flitzy Luki benutzt, weil ich halt einfach ja ihm ein Beacon ausgeliehen habe. Darum hat er es da unten da durchgeleitet. Der Amboss, der war eigentlich auch nur als Deko da, aber haben alle benutzt. Also, das hat mich übrigens getriggert. Du bist einfach der Einzige, der das nicht benutzt hat. Ja, hier ist mein erstes richtiges Lager. Jetzt ist die Base von meinem Bruder. Ob ihr übrigens Oliver war auch mal wieder auf dem Server, hat mir bei der Feldarbeit geholfen ein bisschen. Ja, hier ist mein erstes richtiges Lager so. Das habe ich auch alles jetzt runtergeschafft. Ja, das. Aber nur der einzige Kiste tatsächlich, was hier drin ist, Rottenfleisch. Schau mal hier rein. Da habe ich auch runtergetan. Hier ist dieses Rottenfleisch drin. Ja, das kannst du alles nehmen, ist mir wurscht. Ja, wenn ich Platz im Inventar habe. Ja, hier habe ich nur ein paar Glowberries, also die Base hat mir sehr gefallen. Ja, läuft so viel Leder raus. Ja, kommen wir direkt auch wieder raus, weil da hinten ist unsere Glocke. Ich glaube, wir haben Lekoi mal hingebaut. Ja, das ist einfach auch halt in guter alten Zeiten. Ich fasse einfach den Underground schon gezeigt. Das ist meine Eisenfarm, die ist auch schon ab der zweiten Folge hier auf dem Projekt dabei.
Also. Ja, die ist cool, die ist cool. Mit der habe ich so tausende Eisen, ne? Also das ist krank, was ich damit an Eisen schon bekommen habe. Ich habe auch sehr viel. Ja, ich habe halt sehr viel Dias damit verdient. Von allem dank Flitzeluki und so. Ja, das ist von Socke, der Baushop der Bauaufträge. Da habe ich auch meinen Auftrag gestellt für die Wollefarm-Hausding. Ja, aber wir gehen jetzt erstmal runter zu Flitzeluki. Wir können jetzt mal hier einfach mal hier die Brücke und alles nutzen, was Flitzeluki bei the way nochmal schön gebaut hat. Wir haben es ja Cobblestone nur gebaut. Ich glaube, ich muss mal die Höhle kurz zensieren, weil ich möchte, dass sie das wirklich so lange anschaut. Ja, das ist die wunderschöne Blaze von Flitzeluki. Flitzeluki wird die Base auch noch weiterbauen, aber wahrscheinlich privat. Und ja, also ich glaube, das können wir schon zeigen dann. Also hier hinten baut er noch so kleine Häuser, aber ich will jetzt nicht so weit spoilern, das ist halt sein Motorraum. Aber ich möchte dafür sein, irgendwie das noch ein bisschen Spannung da lassen. Ja, genau. Weil wahrscheinlich kommen hier auch ganz viele. Ja, jetzt würde mich auf jeden Fall richtig freuen, würde bei Ihnen auch mal alle zuschauen. Ich glaube, heute verlinke ich mal wirklich so alle Leute, die hier bei diesem Projekt mitgemacht haben oder mitmachen noch. Ja, das mache ich definitiv auch. In der Videobeschreibung, weil es das letzte Video ist und es gehört sich halt schon. Ja, und ihr habt alle erwartet, das ist die Höhle. Also ich habe stundenlang gebraucht, um die halt wirklich schön zu machen. Ja. Das ist so krank. Diesen Weg hier ist auch in einem deiner Videos, wo wir den gebaut haben. Der war nur aus Cobblestone, da hinten ist die Spieler halt. Ich glaube, wir gehen als erstes dahin, weil bevor wir halt wirklich in eine krasse Höhle Luki gehen. Der die ganzen Wege hier so schön gebaut hat. Mhm. Ja, da habe ich hier noch alles hier mit Deko hier noch weiter voll gemacht. Blätter. Ja, das waren Endermen. Also, hier haben tausende Endermen schon alles geklaut. Kringel für die Spielehalle, die müssen wir jetzt nicht durchschließen. Hier haben wir einen Pianist. Und ich weiß, es ist eigentlich kein Cheat-Projekt. Aber halt bei solchen Sachen können wir schon mal durchgehen lassen, weil. Ja. Hier haben wir TikTok Toe. Mensch, ärgere dich nicht. Und viel gewinnt. Ja. Drückst du hier auf den Knopf? Da kommt was runter, aber wir sollten es mal kurz wieder resetten. Und fürs Resetten müsst ihr einfach hier ganz hoch oder irgendwo hin und dann einfach hier einfach Blocke halt hinbauen. Ja, also wir haben hier alles mit Gerüsten noch mal verbessert. Simpel. Ich finde das voll cool. Mhm. Also Blitz Luki wird, glaube ich, vielleicht hier auch noch weiterbauen. Oder vielleicht werde ich sogar noch hier ein bisschen Blätter reinmachen. Also schauen wir mal, vielleicht werde ich es noch off-cam machen. Aber jetzt kommen wir einfach zur Höhle. Aber bevor wir wirklich komplett in die Höhle Mitte gehen, wo halt meine Base und alles mögliche drin ist, gehen wir erstmal zum Lager, was Flitzeluki uns hier gebaut hat, weil Flitzeluki ist halt der hat halt uns allen hier wirklich geholfen. Hat alles so schön gebaut. Also dank ihm habe ich halt auch wieder gelernt, ja, baue ich in Survival nicht schön. Und darum habe ich dann hier komplett übertrieben mit der Base. mit der Höhle, was für Base, bei meiner Base habe ich ja, auch übertrieben. Ja, da habe ich bei meiner Base gerade auch dann vor allem diese eine Ecke, die wir gleich auch noch zeigen. Ja, hier, oh. Hier, das habe ich alles gebaut bei der Deko hier draußen. Das hat Flitzeluki ja gebaut, also dann hier reingeht. Die Wege hat auch Flitzeluki komplett gebaut, außer hier bei der zur Kneipe, da kommen wir gleich auch. Ja, das ist Flitzelukis Lama. Wir haben hier einfach ganz viel. Er hat hier sogar einen Schalker-Loader. Unloadert tatsächlich. Ich habe gedacht, man ladet damit. Cool. Yeah. Also Flitzeluki hat hier komplett übertrieben. Wartet mal. Wir gehen mal kurz rein. Und jetzt machen wir mal Tor auf zu. Es geht. Ja. Die Lichter gehen mit Animationen an und aus. Ihr habt es mal nicht so gut gesehen, aber. Das ist so krank. Wollte er das nicht sogar erweitern? Er hatte sogar über um 10 Plätze. Hier es gibt halt noch so ein bisschen. Ja, es gibt ja halt so ein bisschen anderes Zeug hier noch. Das ist gut gemacht. Das ist wirklich. Also, Flitzeluki hat halt wirklich Liebe zu Details. Hier halt nicht so viel mit anders sieht, aber hier passt es auch so mit der Redstone-Detailliebe. Ja, aber ich finde das richtig cool. Guck mal. Stell du dich mal rein, okay? Stell du dich rein und guck mal. Ja, warte, ich habe das schon gerade gezeigt, aber wir könnten ja mal von draußen schauen. Jetzt mach mal bitte zu, ja? Also diese Animation. Das ist einfach ein Tempel und da oben beim roten Ding. Da kommt doch vielleicht Lager hin, aber vielleicht macht es ihr auch noch. Kommt drauf an, wann halt Flitzeluki das halt baut. Jetzt guck mal. Oder gar nicht mehr baut. Oder sind die dann schon an? Wenn ja, die werden halt. Die sind da halt leider schon komplett an, aber ich würde vielleicht noch eine Verzögerung einfach mal rein. Also, ich glaube, hier die Verzögerung passt dann auch. Also, mal weiter aufmachen, bitte. Was für Flitzeluki? Die hasse ich Jonas. Mhm. Wieder aufmachen? Ja. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Aber ich würde vielleicht noch eine längere Verzögerung beim Anfang. Gefühlt wird es hier mal kurz gefühlt eine Roundtour und. Was für Roundtour? Also, wir machen eine Roundtour, aber wir bauen jetzt halt gefühlt noch sein Lager hier oben, was er für uns alle gebaut hat.
Damit man halt die Animation ein bisschen cooler sieht. Ja, komm, warum machen wir nicht alle Schuhen so ein bisschen verzögerter? Okay, Versuch Nummer 3. Kannst du jetzt mal wieder aufmachen? Ey, das ist so dumm, ne? Aber wir könnten eigentlich können wir im Tor noch ein bisschen anders. Ja, jetzt. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch halt aus, dass es langsam geht, aber es hat schon einen coolen Flair so oder so. Das ist schon irgendwie cooler. Mhm. Boah, wie viele Schalker-Boxen hier auch einfach drin sind. Ja, wir können mal kurz den Loader zeigen. Aber ich glaube, ich würde aber alles von Flitzluki nochmal sehen. Also schau bei ihnen vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ja. Alter, Flitzluki hat einfach so krank viel hier gebaut. Also, ach, danke, nee. danke an Flitzluki hier. Ich auch nicht. Also, ich bin auch richtig scheiße in Redstone. Vor allem, ich weiß noch genau, da habe ich weiter auch aufgenommen. Und dann war er so ungefähr eine halbe Stunde der Creative Map und da hat er das einfach schon fertig gewusst, wie das geht. So, ich habe das nicht kapiert. Okay, das ist krass. Ja, das ist jetzt halt innere Höhle. Hier seht ihr schon mal einiges. Ich zieh mal kurz meine Leiter an, weil wir schauen uns erstmal kurz die komplette Höhle an, so. Weil das einfach so übelst geil aussieht von allem mit Shader. Also, das ist ja, ich kann jetzt einfach nicht sagen, wie halt krass das ist. Ich habe halt wirklich alle Felder hier gebaut, ne? Ich habe auch noch so gut wieder gemacht. Meine Base war ja davor nicht so, aber jetzt mit dieser Abrundung, das sieht schon echt geil aus. Du musst dir vorstellen, die Base war davor bis zum Lagerfeuer. Und es ist jetzt krass, was jetzt hier alles gemacht wurde. Doch, jetzt zeigen wir euch die Kneipe, die wir beide gebaut haben, wo wir einfach krank waren. Das Video kam schon bei uns, also wir nehmen es in Voraus auf. Bei ihm kam es gestern am 9.10. halt spät abends leider, weil wir es einfach nicht mehr zeitlich hingeschafft haben. Aber ihr, für euch ist es schon ein paar Tage vergangen. Aber wir nehmen es halt einfach einen Tag nachher dann auf. Wir haben diese Kneipe, diese Timelapse haben wir irgendwie vor 5 Wochen aufgenommen. Apropos Timelapse, eine Timelapse gibt es im Video, aber vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, weil er hat mir die Timelapse jetzt zugesendet, weil ich habe einfach mit dem PC nicht so viele Ressourcen wie er und darum hat er es mir einfach gemacht, also nochmal Dankeschön an dir. Aber das ist auf jeden Fall unsere Kneipe hier. Wir haben hier überall Lampen, die halt unterschiedlich hoch sind. Ja, ich habe immer hier nachgefüllt, aber manchmal, ja, aber hier sind noch Dias und alles drin. Also man sieht hier, man kann hier wirklich cool Roleplay spielen, aber wir könnten hier auch ein bisschen Teppich noch am Boden so random platzieren. Das wäre, glaube ich, auch noch machen. Es sind noch so To-Dos, die ich halt off-camp für euch extra machen. Aber jetzt schauen wir uns, bevor wir meine Base anschauen, erstmal Dark Space an. Ja, okay, da gibt es eigentlich gefühlt eh nichts. Aber wir können mal kurz rüber zoomen. Hier ist Dark Space, dahinter ist einfach nichts. Also. Die baut er doch, glaube ich, auch noch weiter. Ja, er baut sie wahrscheinlich noch weiter, wir wissen es noch nicht. Aber wir könnten jetzt halt mal runter zum Netherportal, weil da gibt es auch eine kleine Story für. Weil ihr wusstet ja wahrscheinlich mal, dass das Netherportal mal weg war. Und das haben wir dann extra neu, ja, weil irgendwer das abgebaut hat. Aber da habe ich dann extra noch ein bisschen Obsidian in der Hand genommen und gebaut. Das ist so krass im Nether gebaut. Also ja, stimmt, das müssen wir auch mal zeigen. Und im End müssen wir es dann eigentlich auch noch zeigen. Also es gibt so viel Geiles. Also Fitzluki ohne wäre alles eigentlich nicht so schön gewesen. Ja. Ich stehe einfach so einen Enderman aufpassen. Ja, ich töte eigentlich hier immer Endermans, die hier reinkommen, aber. Hinter dir. Ja, ist immer ein bisschen komisch. Aber das ist auf jeden Fall der Nether-Hub. Das sieht ganz okay aus. Aber solltet ihr noch Lust haben, könnt ihr vielleicht noch verschönern, sofern halt Flitzluki es noch nicht schöner gemacht hat. Und noch schöner macht. Jetzt habe ich auch ein kaputt gemacht. Zurück in der Overworld. Gehen wir jetzt mal kurz ins End, weil das End hat der Flitzluki auch nochmal verschönert. Mein Bruder hat das hier übrigens gebaut. Er hat leider noch keinen YouTube-Kanal. Vielleicht macht er es dann beim nächsten Projekt. Und hier haben wir eine Enderman-Falle oder was auch immer ist. Das ist halt Enderman, die nicht kommen. Aber wir haben hier einfach alles wunderschön. Also ihr müsst euch einfach mal gönnen, wie geil das hier aussieht. Flitzluki hat überall so. Ja, also Flitzluki baut halt übelst krass. Hier hat einfach unnötiges TNT gesprengt. Müsstet ihr vielleicht auch im Video bei wo an der anderen Stelle gesehen haben. Also Flitzluki flext einfach so komplett überall rum. Ich bin jetzt einfach bei mir in der Base rausgekommen. Also bei Otto habe ich auch ein bisschen in Anführungszeichen verschönert. Ich habe die Treppe hier nochmal aus von Cobblestone zu Stonebricks ersetzt, weil es einfach viel schöner aussieht. Leider ist halt oben ein Block kaputt gegangen, aber es sieht nicht mal so scheiße aus. Ich bin halt zu faul, um den einfach einen Block hier zu ersetzen. Hier habe ich noch extra wegen dem Feld die Zaun rum gemacht, weil ich habe keinen Bock. Das ist komplettes Feld hier, was übrigens 20 ja, Stacks Otto, hier. Weil Otto fällt gerne runter. Herr Kurz, ja, da ist was kaputt, Bro. Ich ignoriere ich jetzt, ich bin fertig mit dem Projekt, ich hab mich nicht mehr. Ja, hier dann noch 2 Zombie-Villager, beziehungsweise die jetzt schon gehandelt sind. Also, Otto, ja, ein bisschen unnötiges Zeug. Aber Otto hat mit mir hier auch noch ein Axolotl-Aquarium gebaut für Storm in HD. Ja, sein Axolotl. Er kam einfach auf die Idee, ich fand's lustig. Ich finde es voll cool, dass er hier so schläft drin. Ja, ne? Irgendwie ist es
das ist schon cool. Ja. Hätte er jetzt seine ganze Base aus so einem Aquarium gebaut, dann wäre es cool gewesen. Dann wäre es richtig. Ja, aber wir haben halt, ich habe halt auch ein bisschen Otto Space hier verschönert mit so Elementen hier. Und hier ist halt sein Lager, das habe ich auch alles ein bisschen verschönert, dass er einfach nicht mal so clean alles aussieht. Weil ich mag es halt ein bisschen so Verwirrung drin und hier einfach das Laub, was halt überall reingeht. Übrigens, vielleicht sieht man es hier auch noch, ich habe hier irgendwo Glowstone überall rein platziert in so Laub. Damit es hier auch so der Vent so rauskommt. Ja, der in den Glow, in den Bäumen habe ich hier überall so Pilzlichter reingemacht. Das ist einfach schon cool. Ja. Jetzt gehen wir mal zur Base von meinem Bruder. Weil die ist halt auch noch relativ unspektakulär. Ich glaube, er wird noch auch noch ein bisschen weiterbauen. Aber hier sieht man, er hat hier übelst geile Pfosten mit meinem Shader. Sieht halt übelst cool aus. Und seine Höhle, die eigentlich wir für die Spielhalle verwenden wollten, mein Bruder aber gesagt hat, nee, bitte nicht. Weil er sie noch komplett verwenden wollte. Ja, aber man sieht ja, hier wurde so abnormal viel umgebaut und neu hinplatziert. Also man sieht hier eine richtig fette Base, die komplett neu gebaut ist. Ja, sieht auf jeden Fall ganz geil aus. Ja, und hier oben, ja, das ist Jonas Base. Aber ich bin, meine Base kommt halt am Ende, weil ich glaube, mit dem Abstand halt am krassesten ist. Von der Technik und so. Ich habe 11,49 Tage, vielleicht sogar inzwischen schon mehr über der Laufe. Ja, ich brauche hier komplett süchtig. Ja, also, ne, wir tun es hier einfach noch komplett vorproduzieren. Ich bin halt schon komplett fertig. Ja. Aber, ja, ich muss halt vorproduzieren, weil ich halt keine Zeit habe. Ich werde halt auch bald ins Schullandheim gehen. Endlich. Also, ich bin in der 7. Klasse und ich war noch nie mein Leben in Schullandheim. Was ist das? Naja. Auch noch nie. Ja, aber ich würde halt, wenn es halt dieses Projekt gestartet ist, von November bis Dezember, so wahrscheinlich, so zwischendrin. Und ja, das ist halt seine Base und ich muss halt ein bisschen vorproduzieren, weil ich muss mich halt an mein Setup noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich möchte noch LEDs, ETT noch ein bisschen dran machen. Und hier oben kommt der ganze Stein auch noch weg. Also, meine Brücke, musst du zugeben, ist wirklich gut. Das ist das Coolste an deiner Base bisher. Ja, aber das ist mit einer der coolsten Sachen auf jeden Fall. Coolste nicht, aber mit einer der coolsten Sachen auf jeden Fall. Weil Brücken kannst du halt übelst geile bauen mit den Aussicht hier. Also Jonas hat hier einfach die besten Aussicht hier oben über seine Art Brückenbalkon. Schau mal, er kann das Lager ein bisschen sehen, die Kneipe. Kann alles sehen. Meine Base, Otto Space. Ja, alles hier einfach. Selbst Olivers. Auch die von deinem Bruder. Ich kann alles sehen. Einfach alles. Es ist mitten halt im Zentrum und du kannst halt überall hier so. Zu diesem Lagerfeuer war früher meine Base. Ja, und es wird, haben wir jetzt einfach komplett zusammen abgebaut. Aber und es sieht viel besser so aus. Das sieht tausendmal geiler aus als vorher. Dazu gibt's übrigens auch eine Timeless in meinem Video. Ja, wahrscheinlich bei deinem Video ist wahrscheinlich schon online, kann es sein? Nein, also mein Base-Video meinst du? Ja, ja, doch, das wird schon online sein, weil mein so, Video kommt. Wenn online kommt, dann ist online. Mhm. Dieses Video kommt wahrscheinlich auch erst am. Wollen wir zuerst hin? Diese Quarzwand, ich bin noch lange nicht fertig, aber wir produzieren gerade. Ja, ich würde erstmal sagen, wir zeigen mal das Gästezimmer, was ich mit Otto gebaut habe. Ich habe halt Otto ein bisschen versucht, Baumball zu bringen. Mit meinem Shader sieht es halt übelst krank aus hier alles. Als Dorman habe ich auch ein Gästezimmer gebaut. Noch nicht fertig. Ihr auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr das selbst fertig bauen wollt oder ob ich das fertig bauen soll. In meinem Video kann man es nicht schreiben, weil es am Ende kommt, wenn das Projekt schon längst geendet hat. Ja, aber ein. Ja, das ist hier sein. Ich find die richtig schön. Also nein, Esszimmer? Das ist so ein. Nein, das ist nicht mein Esszimmer. Ein Esszimmer baue ich ja noch. Ja, ist halt eher so Gemeinschaftsraum, wo man halt so herkommt halt, und sie mit Freunden vielleicht mal. Also er hat halt auch den Stil von hier mitgenommen und ich finde es halt ein bisschen cool, wenn halt die ganze Base aus diesem Stil hier war. Oben sieht es ein bisschen anders aus, das finde ich irgendwie nicht so cool wie hier unten. Vielleicht machst du es noch ein bisschen anders. Die Blätter müssen ja auch noch irgendwo hin. Ja, die Blätter passen eigentlich ja schon. Aber wenn die ganzen Seelaternen da hinten passen, eigentlich auch richtig geil. Jetzt gehen wir mal immer unspektakulärer gefühlt. Es ist sein Keller. Oh, was? Du hast hier schon ein Pistenstür. Ja, das sind Städtische. Stimmt, ich war seit gestern, also gestern habe ich das Video fertig gemacht, das was ihr jetzt wahrscheinlich schon gesehen habt. Hier kommt so eine kleine Bar hin, wo man sich dann so ein paar Getränke holen kann. Es ist wie meine Lounge, da kommen wir aber auch noch zu. So gelagert, nur halt kleiner. Ja, aber wir gehen jetzt mal ein bisschen. Hier ist dann übrigens das Fenster, das ihr vorhin gesehen habt. Ja. Das wird sich ja ein bisschen, ja, also hier ist halt sein Starter-Room. Hier ist die Wand halt also das wird auch noch schön gemacht, das werdet ihr dann auch in meinem Video sehen. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt auf dein Video. Ich werde halt nicht mehr so oft angekommen. Spielen, ich werde wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig auf den Server kommen. Nur wenn ich mal ein, zwei Mal vielleicht dir helfe, kommt drauf an. Ja, aber wir gehen erst hinter gehen. Erst hinter. Ja, okay.
ist halt sein Tresor hier. Tresor? Und sein automatisches Lager. Meine Tresortür, die funktioniert irgendwie nicht mehr. Da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Achso, ja, der Hebel ist oben. Keine Ahnung. Hier muss ich auch noch alles schön machen. Hey! Ich bin Trefieler. Ich kann einfach kein Deutsch mehr, ne? Das ist seine Knochenmehlproduktion, oder? Ja. Nee, da tut man halt oben was rein. Also da hat er halt seine Knochenmehl produziert, kann man sagen. Und das ist ein automatisches Lager. Und das ist halt mit dieser Wand. Also es sieht geil aus, aber diese Wand triggert mich, weil hier alles schwarz, alles ja, so geil. Und dann kommt die Wand. Also ich bitte, reiß die doch ab und baue die halt mit den anderen. Ja, Muster. Dann sieht es cool aus. Und als kleinen Tipp. Ja. Schau mal, ich würde das hier, ab hier. Schau mal, ja. Und ab hier würde ich so eine Wand hinziehen. Hier. Wo halt so eine Wand und dann kommt halt so eine Tür, wo du dann hier so reinkommst. Das ist nicht so geil. Ich finde das eigentlich so perfekt, weil dann sieht man das alles. Ja, vielleicht doch, vielleicht. Ja, kommt drauf an, ne? Ja, warte, da kommen wir später dazu. Ja. Jetzt gehen wir mal zu seinem Wohnzimmer. Das ist noch im Bau. Wahrscheinlich ist es schon fertig, wenn ihr sein Video sieht. Oder gesehen habt. Gerade eben wird's gebaut. Ja, aber ich bin halt jetzt aktuell schon beim Vorproduzieren und. Hier kommt ja auch so ein Fernseher. Ich erzähle kurz, hier kommt die Couch halt. Ja, das ist die Couch. Noch ein paar Stühle oder Sessel. Aber guck mal, dieses Außendesign sieht gut aus mit den Treppen. Ne? Also das sieht echt geil aus. Aber bei deiner Base stört mich halt bei manchen Stellen. Also ich würde halt manche Stellen nicht so komplett weiß bauen. So. Also, ne? Also bei dir ist halt ein bisschen alles so hingewürfelt. Aber es könnte, wenn es fertig ist, auch ganz geil aussehen, wenn halt der ganze Stein so weg ist. Die triggert mich auch schon. Inzwischen. Ja, wenn er mal angegriffen wird oder irgendwas passiert, dann kann er hier ein bisschen Equip holen. Das ist auch für zwei Leute so ausgelegt. Es ist ein bisschen suboptimal, aber hier gibt es genug Äxte. Er hat, by the way, zu viel mit seinen ganzen Diamanten irgendwie einen Fehler reingemacht. Ich habe noch einen Dia. Ich habe richtig verkannt. Ja, obwohl er, ne, das Lustige ist, so vor einer Woche oder so hat er noch gesagt, er möchte für den Map-Download für euch, also von seinen Leuten, die halt seine Base benutzen, möchte noch ein Geld ein bisschen da lassen. Also die Dias. Doch, wow. Ich hab jetzt 4 Dias noch wegen der Kneipe, weil es teilen wir uns ja auch. Ja, du kannst du jetzt ja alle haben. Oh, sorry. Aber du kannst ja alle haben, weil ich halt eh nicht mehr mitspiele. Ich hab über 9 Stacks hier. Komm, aber noch. Ja, das ist ein erstes richtiges Lager. Mein Nether-Portal rein. Ja, aber ich würde hier vielleicht ein Nether-Portal bauen. Habe ich ja schon gesagt. Ja, aber ich erkläre es hier nochmal. Ja, und dann dahinter, ja, dahinter würde ich halt so machen, dass halt so ein bisschen Nylium und Warp Nylium so ein bisschen, ja, so ein bisschen aussieht, als ob der Nether, also ihr habt so ein Portal kommt, dann läufst du halt so durch und dann siehst du hinten ein bisschen Depot. Dann ist dahinter auch der Nether. Ja, okay, das könnte eine coole Illusion werden. Illusion werden, sowas. Ja, oben ist jetzt noch übelst scheiße aus, auf gut Deutsch gesagt, außer da hinten. Also hier ein bisschen, also das Feld, das muss, glaube ich, abgerissen werden. Da werde er vielleicht es noch abbauen oder was willst du damit machen? Ich weiß es noch nicht, weil eigentlich muss es ganz schön. Dann werde ich aber hier noch Slabs auf jeden Fall. Vielleicht werde ich hier auch eine Wand hinziehen, da ich eine Reihe ab. Würde ich auch machen. Aber hier würde ich auch verstecken. Oder ein Gitter. Oder so allgemein das ganze Feld so ein bisschen also ein bisschen versteckter machst. Aber irgendwie hier oben, weil ich sehe jetzt hier ein bisschen mit Amethyst, mit Shader, sieht sie oben irgendwie noch cool aus. Also, ja, weiß nicht. Also irgendwie sind beide sieht ganz cool aus. Geworden, ne? Aber ich würde. Und ja. Also, das ist halt alles ein bisschen unterschiedlich bei dir, ne? Und hier ist die, ist mir, by the way, mit der Tür zum Tresor und man hat klicken hören und hier unten ist einfach nichts passiert. Ja, der eine ist. Warum ich? Ich mach nichts. Ja, doch, hier geht immer der Block weg. Ja, das ist immer ein bisschen komisch. Ja, ist egal. Ja. Ja, hier ist sein Powerofen. Wir könnten uns vielleicht mal da reinbauen. Ja, ich gehe jetzt einfach rein. Das juckt mich nicht, ne? Ja, das ist sein Powerofen. Da habe ich ein bisschen geholfen mit dem System hier. Irgendwie ist er ein Bug gerade gewesen. Naja. Und dann habe ich hier halt noch ein bisschen mit dem System geholfen, mit den ganzen Toppern und Öfen. Und das ist halt sein Ding. Was bei der jetzt den Server-Lex verursacht hat, weil da irgendwie die Redstone-Linie falsch gesetzt ist. Keine Ahnung, was da irgendwie. Aber hier irgendwie wurde die Redstone-Linie die ganze Zeit neu aktiviert. Aber es kann sein, weil du hier ein bisschen Bug-Switches reingebaut hast. Aber komm, also kann ich vielleicht ein bisschen privater noch. Ja, habe ich auch. Und ich werde, also ihr, wenn ihr halt den Map-Download habt, um halt meinen Power-Ofen benutzen möchtet oder müsst, ja, dann müsst ihr halt extra vielleicht öfter mal neu produzieren, weil ich habe keinen Bock, das ganze Server die ganze Zeit immer auszulassen, weil der Server eh schon halt am Ende ist. Also ihr müsst euch mal vorstellen, diese ganzen Sachen hier, was sie jetzt gebaut haben, also die bringen den Server gefühlt zum Töten. Ey, du hast Glück. Oh. Also, ne, der Server ist hier gefühlt schon komplett durchgestorben. Keine Ahnung. Aber naja. Hier hat er einen kleinen Raumtrainer gemacht. Darf ich vielleicht mal fertig moderieren? Ja.
Hier dann einen kleinen Raumtrainer hier reingebaut. Das finde ich auch eigentlich ganz cool. So ja. Habe ich mein Ding auch reingebaut. Aber ja. Also es wird richtig interessant bei dir. Dann der wenn man halt mal also allein aber bevor du alles erzählt, Alter, das wird alles bei dir im Video kommen. Also schaut dann natürlich bei ihnen vorbei, weil ich will jetzt hier nicht alles spoilern lassen, nur weil ich jetzt hier eine Roundtour mache. Boah, warte mal, das Video von dir ist ja schon online. Eigentlich müssen es alle schon wissen. Mein Kopf ist komplett verwirrt, weil ich muss jetzt in Zukunft reden, obwohl ich jetzt gerade in der Vergangenheit für euch sitze. Ja, wir sind komplett in der Vergangenheit. Heute ist der 10.10. Lustig. Ja, aber ich muss halt ein bisschen vorproduzieren, weil ich halt noch, wie schon gesagt, mein Setup ein bisschen verbessere, in Anführungszeichen. Also PC wird jetzt wahrscheinlich noch nicht verbessert. Kommt aber alles noch. Ja, nee, jetzt kommen wir zu meiner Base. Und hier ist ein Wasseraufzug, by the way, den haben wir jetzt eben einfach zu voll abzureißen. Ja, schauen wir mal, ob der Jokecraft es ansieht. Schauen wir mal. Sollte er überhaupt die Map vorstellen? Hier ist auch noch ein Boden. Ich glaube, wir werden so hier so den Screenshot für die Map von The Jokecraft dann machen. Keine Ahnung. Naja. Ja, oder vielleicht da oben irgendwo. Naja, ja, egal. Von hier sieht man. Man sieht hier, ich habe hier auch einiges getan. Ich habe hier überall so ein paar Büsches reingemacht. Ich habe sogar extra Tulpen gesucht für. Also hier vorne habe ich halt vor meiner Base. Ja, und da habe ich sogar einen Ort markiert. Ich hasse es. Wo ist der da? Weil da haben wir einfach eine Wüste gefunden. Ich kann es euch nur mal zeigen. Hier eine Wüste und alles, was wir halt gesucht haben. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben so kleine Strände. Ich glaube, ihr müsst euch vorstellen, hier. Hier waren halt überall so mal Strände und wir haben halt gefühlt so alle abgegrast hier unten drin. Ah, mein Minecraft ist abgekackt. Um halt das ganze Glas hier für sein Ding zu bekommen und wir haben halt überall sau viele Strände suchen müssen und es war halt übelst viel auf. Jetzt ist einfach beide unser Minecraft abgeschmiert. Ja, das ignorieren wir mal, aber wir machen jetzt bei unserer Base weiter, beziehungsweise bei meiner Base, die ich halt auch gebaut habe. Hier kommt halt mein Stuff rein, die habe ich mir natürlich für das Video extra nochmal genommen. Das ist meine Küche, das ist sehr unspektakulär halt einfach. Ja, also ich finde meine Küche irgendwie auch cool inzwischen. Vor allem dieser Kühlschrank. Ja, das soll halt so ein bisschen, ne, das soll alles mittelalterlich aussehen. Ja, komm hier direkt rüber. Hier. Ja, hier ist halt meine Dinge drin. Ich wollte die gerade auch rausnehmen. Warte da. Wie viel Sounds? Ja. Machen wir kurz wieder leiser. Ja. Leg die bitte da rein, danke. Ja, unter meiner Treppe ist nichts mehr drin. Also ich habe hier wirklich alles sortiert. Und hier habe ich halt ein bisschen Krimskram rein, so unstackable Items. Und bevor wir es einfach bei der unteren Etage weitermachen, gehen wir halt wieder ein bisschen schlechter hoch, weil oben ist halt gefühlt gar nichts toll so. Ist halt ein bisschen, ja, Schlafzimmer. Ist halt ein geiler Ausblick hiervon, also... Ja, das finde ich wirklich, da siehst du auch fast alles. Aber nicht alles, alles. Also du hast halt den besten Ausblick, ne, von oben. Ja. Ja, aber du hast halt auch einen geilen Spot, aber ja. Ja, ich werde von Anfang an ausgesucht. Ja. Ja, hier ist meine kleine Arbeitsecke. Da ist halt so Items, wo ich halt in meiner Küche ungern so habe. Weil es soll halt ein bisschen realistisch auch wirken, so. Ja, einfach für den Polen Flex habe ich überall Diebstahlkohle auch verbaut. Weil ich einfach hier der reicheste auf dem Server bin. Ja, der zweitreicheste inzwischen mit den Diamanten, leider nur. Weil Flitzy Luki einfach AFK meint hier unten. Und ja. Hier ist mein Enchanter, der kam auch erst hinzu. Ja, aber ist mir im Endeffekt egal, ich habe halt am meisten Nessoheit und alles. Ich halt, habe auch mit Abstand am coolsten gebaut. So. Ihr könnt so viel anfangen, wenn ihr auf diesem Server seid. Ihr könnt gefühlt, der Besitzer dieser Base hat einmal gewonnen. Ja, kann man schon sagen. Ich würde aber sagen, ihr teilt euch am besten die Base. Ja, das kann, könnt ihr auch für euch entscheiden. Ja. Ja, das ist mein Enchanter auf jeden Fall. Der kam auch erst sehr spät dazu. Ich habe halt alles mit Anvils und so gemacht. Anvils von allem. Unreal, ach Mann! Naja, den habe ich auch nur als Deko da gebaut. Das ist mein zweites Lager hier, beziehungsweise mein erstes im zweites Lager. Hier habe ich einfach ein paar Items so rein, die ich halt mein Hauptlager ungern verbauen möchte, wie halt solche unnötigen Sachen. Und ja, ist halt ein bisschen, hier auch ein bisschen Deko, einfach mit den Kisten. Wir machen jetzt weiter bei meinem Tresor, weil der ist auch relativ unkrass so. Hier ist halt mein ganzes Zeug drin, was ich halt besitze. Ja, den mache ich auf. Ja, hier ist meine Tür, die hat Flitzluki zum Glück nochmal schöner gemacht. Hier ist halt mein Ender Chest Saft drin. Ja, jetzt halt extra für euch, bitte nichts rausnehmen. Ich nehme da nichts. Du hast 33 von diesen Keycards. Ja. Ah, ja, damit halt mehrere Leute. Ja, hier mit halt mein Netherite. Das ist ein bisschen. Ja, das ist. Das ist halt alles sehr unrealistisch, was ich hier. Was ich einfach für Sachen habe. Ah, ich hab's umgedreht.
hier sau viele Diamanten, Kohle, mehrere Doppelchests voll hier. Smaragdefasse Doppelchest voll. Labis Latuli viel. Bisschen Rüstung von NCDs und so, die ich halt mitgenommen habe. Amethyst-Sachen. Und meinen maximalen Wert Eisen, den ich halt inzwischen halt am meisten hier auf dem Server habe, weil ich halt diese Eisen fangen habe. Ich habe ja diese ganzen Kisten hier sind voll, die Kiste ist voll und die Kiste ist voll. Und da unten ist halt noch diese ganzen Hopper voll. Also immer so vorstellen, wie viel Eisen es ist. Also das ist alles voll. Und es ist von einer Eisenform. Und der Server ist auch nicht mal 24/7 online. Das ist halt das Krasse. Könnt ihr mal bitte vielleicht in die Mitte legen für mich? Ja. Das ist halt auf jeden Fall mein Tresor. Aber ja, was jetzt ein bisschen interessanter wird, ist mein Lager. Die Lounge zeigen wir am Ende. Ich hoffe, die Tür, ja, die Türen sind zu geil. Ist halt der Vording vor meiner Lounge. Ich glaube, ich könnte das Gästezimmer als erstes zeigen, weil es halt am spektakulärsten vor meiner gesamten Base. Und da ist halt noch ein Bau. Wollt ihr das hier selbst weiterbauen? Oder hallo, du weißt schon, dass mein Video am letzten Tag online kommt, wo halt der Map-Download vorbereitet wird. Ja, das ist mir schon klar, aber du weißt ja nicht, wann meins online kommt. Ja, stimmt, weiß man nicht. Also ist halt ein bisschen komisch jetzt das. Aber egal, das ist halt noch alles hier im Bau. Ja. Aber ja, jetzt gehen wir mal zum Lager. Da habe ich auch sau viele Ressourcen verbraucht. Mein Lager sieht übelst geil aus, meiner Meinung nach. Ich habe ja mit Akzent hier gearbeitet. Das ist eine Bauaufgabe für euch, also das Lager vervollständigen, aber das könnt ihr euch alles nochmal privat gescheit durchlesen. Das Ender hier ist halt alles ein bisschen so einsortiert und ja, das Netherportal ist noch nicht mal gelinkt, also das müsst ihr halt alles noch machen, ist halt noch alles halt so unreif, aber ich weiß halt nicht so, was ich machen soll. Ich möchte euch auch ein bisschen hier überlassen. Hier oben dieses Bild, das passt komplett dahin. Ja. Ja, ich habe ja ein bisschen mit Paintings gearbeitet, also Armor the Jokecraft an der Stelle. Bitte nicht alles abreißen, solltest du es sehen. Ja, das ich bezweifle, dass du das sehen wird, aber egal. Ja, das sind die Türen und das ist mein Lounge. Und die gefällt mir mit einer am meisten, weil wie geil das hier einfach aussieht. Auch mit dem Kuchen, der hier so angebissen rumsteht. Ja, das ist halt für alle hier eigentlich, was da halt. Und wenn man hier, jetzt habe ich alles mit Redstone-Fackel gemacht, weil da drunten eigentlich Obsidian ist. Ich kann hier ein bisschen random abbauen. Hier ist halt überall Obsidian, wo halt da das halt alles geschützt ist. Und ja, ich habe ja noch eine kleine Kasse. Theoretisch könnte so ein bisschen man Stuff sogar hier. Solche, also wenn ihr Lust habt, könntet ihr solche Jobs ausmachen sozusagen. Und dann ist einer hier halt Barkeeper. Keeper und dann kann er zum Beispiel mal, darf ich das zeigen? Ja. Ja. Hier hintergehen und wenn was aus ist, kann er sich hier zum Beispiel was holen, was er halt. Ich habe sogar extra eine Kohlekiste gemacht, ne? Hier. Ist die Kohle so drin? Kann man das hier auch ausmelden und alles. Ich finde das richtig gut, weil man könnte hier dann so ein richtig. So eine Kasse ist da. Und hier an der Bar sind auch solche coolen Sessel. Also, ich ist wirklich. Gutes Restaurant. Also, ist hier wirklich so alles geboten. Aber ich glaube, ich werde auch mal eine City Map als Projekt bauen. Wo ich halt auch so halt versuche, ein bisschen aus Underground mitzunehmen. Das ist halt mein erstes richtig krasses Projekt, wo ich halt wirklich so komplett durchziehe. Und, oh Leute, wir haben beide gleichzeitig geschlossen. Also es kommt mit dem krassesten Teil von meiner Base, wo halt am meisten Arbeit rein investiert wurde. Oh, mein Farmbereich. Das war so krass, wo du es ausgehoben hast. Das habe ich nämlich innerhalb 3 Stunden alles ausgehoben, was ich jetzt hier. Es sind halt alles voller Farms, voll geknallt. Früher war hier, guck mal, oben rechts bei mir auf der Minimap seht ihr das ja alles. Was da, also das ist alles vollgebaut. Das ist richtig krass. Hier rechts ist zum Beispiel gerade der Tresor, ne? Ja, das ist der Tresor direkt. Ja. Und hier ist halt meine Netherwarzen-Farm. Und davor an der Oberfläche oben. Naja, aber ich wollte halt alles hier runternehmen. Hier habe ich halt meinen Hyperfast-Farm, wo ich jetzt hier noch ein bisschen erweitert habe noch. So viel Verbrauch. Ich habe gestern tatsächlich noch Seeds hier gemacht für alles. Also ihr könnt alles noch erweitern. Ich habe hier alle Items hier noch übrig. Da hinten kommen jetzt mal zur Bone Meal Farm, die Flitze Luki mir gebaut hat. Es sind 5 Bone Meal Farms bei nur ineinander. Das ist krank. Auf den Minimap sind nur 4. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus, weil da hinten noch eine krass versteckt ist, aber. Ach so. Ja, hier habe ich halt auch alles einsortiert. Man kann hier auch umstellen. Soll es jetzt speichern, dann kommt es halt hier raus oder zum Bone Meal. Ja. Und wenn es halt zu viel ist, dann geht es halt aus. Das ist alles automatisiert. Also danke nochmal Flitze Luki halt fürs Bauen. Ich kann einfach nicht genug Flitze Luki danken. Vor allem wie viel hier schon drin. Aber in meiner Base habe ich langsam auch ganz schön viel Bone Meal. Ja, das hast du alles von Flitze Luki. Noch ein Ding. Ding. Aber schau mal, wenn du den Moos hier vielleicht verwenden möchtest für ein bisschen mehr Bone Meal, was du brauchst. Aber ich glaube, ich zweifle, dass du es brauchst. Aber ich habe ja noch Moos im Speicher. Eigentlich brauche ich gar keins.
und solche bisschen nicht grün dekorieren wollen. Aber egal. Jetzt kommen wir zu ein bisschen interessanteren wieder hier, weil das ist meine automatische Farm. Die habe ich von Craft Attack inspiriert, beziehungsweise von Craft Attack 1. Vielleicht habt ihr es ja von mir gesehen. Der hat Flitz Fischi und der damalige Sockel, der heißt nicht damals Autodriver, und haben die hier auch sowas gebaut. Ich habe es einfach nachempfunden. Es soll ein bisschen meinen Base auch Nostalgie so geben, halt eher so, weil ja, es soll so ein bisschen Vibe hier so und früher alles geben. Richtig gut. Mhm. Hier, wie man sehen kann, habe ich alles voll mit Blätter vollgeknallt, weil sie einfach viel schöner aussieht. Und ich habe hier ganz kurz einen Voice Crack gehabt. Hier ist noch ein bisschen Stuff drin, die ich halt noch nicht aussortiert habe. Weil ich habe auch eine Animation, wenn es fertig ist oder wenn was reinkommt. Ja, also, Stormen hat das ganz krass hier gemacht. Ich habe meinen Smelter jetzt nicht so heftig gebraucht. Okay, ja, Mai vielleicht noch zeigen. Ja, das ist mein Smelter hier. Und ist einfach hol, da könnt ihr, oder? Theoretisch. Ja, wenn man will, kann man hier noch was reinbauen. Aber ja, ich wollte hier ein bisschen noch, ja. Also, ich bin halt sehr unkreativ gewesen. Aber ich wollte eigentlich das alles zum Smelter machen. Aber habe gesehen, mit 18 Öfen ist tatsächlich für den Preis her und Preis-Leistung halt am effizientesten, für das man, wenn man halt ganz viel smeltet. Halt, wenn man unterschiedliche Items smeltet, ne, weil bis 18 kommt irgendwie da keine weitere mehr voll und es wäre halt sonst sehr teuer gewesen, würde ich halt auch alles verwenden. Auch wenn ich zwei Doppelchests voller Redstone hab. Aber ja, das ist ja eigentlich schon Minecraft-Underground gewesen. Wir könnten ja mal kurz mal. Ja, wir könnten ja vielleicht, also hier unten ist bei mein Beacon-Ding und hier unten ist auch noch Hohlraum. Also ihr könnt hier noch ganz viel in meiner Base vielleicht verändern, wenn ihr wollt. Ja, by the way, hier haben wir extra noch einen Platz für euch, solltet ihr eure eigene Base in Underground bauen wollen. Und warte, unter der, würde man jetzt mal schnell zu Olivers, zu der Base hier unten halt gehen. Und Tom, der uns alle betrogen hat und meine Sachen geklaut hat. Hier, ich war gestern bei der auf Community, ich war von Calimero, und der war auch da. Hier runter geht, hier unten ist auch noch ganz, ganz viel Platz. Also, wer hier unten noch eine riesige Base reinbauen will, kann das definitiv gerne machen. Also, hier ist überall Platz. Man kann alles noch so bauen, wie man möchte. Also, hier ist überall zu Custom bauen, alles möglich. Wir haben halt so gebaut, alle. Dass man halt wirklich jeder hier noch alles so verändern kann, wie er mit Lust und Laune drauf hat. Und ihr könnt vielleicht die Maps auch im Discord mit Mediafire-Link oder irgendwie einschicken, wenn das wir vielleicht auch mal anschauen. Oh, ich glaube, ich würde eher Husky uns machen, weil mein Content besteht eher daraus, Sachen zu bauen und nicht Sachen vorzustellen. Oder ihr könnt einfach ein bisschen hier euch austoben, ein bisschen privat damit spielen. Könnt ihr auch, wenn ihr dann das fertig gebaut habt, nur wenn ihr natürlich wollt, könnt ihr das dann auch wieder einsetzen und dann stellen wir es vielleicht in einer Folge mal vor. Ja, oder nur du oder weiß nicht. Genau. Aber ja. Aber das ist halt von Minecraft Underground auch eigentlich alles gewesen. Und da sage ich auch mal, ich hoffe, euch hat mein letztes Underground-Video gefallen. Ja, danke für alles. Lasst mal ein Like und ein Abo da, solltet ihr es noch nicht getan haben, weil für diese Map. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Und by the way, wenn ihr die Map downloadet, möchte ich euch nochmal vorenthalten. Bitte nicht einfach hier uploaden, irgendwo auf solche Seiten verkaufen, ist euer, weil wir haben halt wirklich Lebenszeit und Blut reingesteckt hier. Ja, weil das ist krank. Das wäre wirklich irgendwas. Aber naja, tschüss.